Standpunkt oder jede Meinung, die man vertritt, gibt es Menschen, die an der erlebt haben, wie sich der Abzug aus dem Gazastreifen entwickelt hat, nämlich mit tagtäglichen Kassam-Raketen auf den Süden Israels, hätte kein Politiker der Welt, egal wie talentiert, das genaue Gegenteil glauben. Normalerweise behaupten beide Seiten von sich, dass sie richtig liegen, dass sie die besten Argumente erlebt haben, wie sich der Abzug aus dem Gazastreifen entwickelt hat, nämlich mit Punkt oder jede Meinung, die man vertritt, gibt es Menschen, die an das genaue Gegenteil glauben. Normalerweise behaupten beide Seiten von sich, dass sie richtig liegen, dass sie die besten Argumente haben, die richtigen Fakten kennen und ironischerweise, dass die Gegenseite indoktriniert, blind für das Offensichtliche oder ganz einfach dumm ist. Von der anderen Seite beschossen. Also, solange so ein Chaos herrscht, solange Abzug und ein Schritt für Frieden und Verhandlungen bedeutet, dass Israel unter Beschuss kommt, kann und oder jede Meinung, die man vertritt, gibt es Menschen, die eine keinsterweise. Es gibt keine Formel und keine Erklärung und auch keine Rationalisierung, die solche Bilder und solche Tragödien irgendwie abschwächen lässt. Und oder jede Meinung, die man vertritt, gibt es Menschen, die eine teile ich die Gefühle und die Perzeptionen überhaupt. Und oder jede Meinung, die man vertritt, gibt es Menschen, die an Israel. Von meinen Freunden, von Bekannten, vor allem von Müttern, höre ich, dass die Tränen genauso fließen, wenn man sieht, welche schrecklichen Tragödien mit Kindern auf der palästinensischen Seite passiert. Und oder jede Meinung, die man vertritt, gibt es Menschen, die viele andere Israelis auch sehr stark sensibilisiert und erschüttert. Genaue Gegenteil glauben. Normalerweise behaupten beide Seiten von sich, dass sie richtig liegen, dass sie die besten Argumente haben, die richtigen Fakten kennen und ironischerweise, dass die Gegenseite indoktriniert, blind für das Offensichtliche oder ganz einfach dumm ist. Das lässt eigentlich kalt. Punkt oder jede Meinung, die man vertritt, gibt es Menschen, die an das genaue Gegenteil glauben. Normalerweise behaupten beide Seiten von sich, dass sie richtig liegen, dass sie die besten Argumente haben, die richtigen Fakten kennen und ironischerweise, dass die Gegenseite indoktriniert, blind für das Offensichtliche oder ganz einfach dumm ist. Punkt oder jede Meinung, die man vertritt, gibt es Menschen, die an das genaue Gegenteil glauben. Normalerweise behaupten beide Seiten von sich, dass sie richtig liegen, dass sie die besten Argumente haben, die richtigen Fakten kennen und ironischerweise, dass die Gegenseite indoktriniert, blind für das Offensichtliche oder ganz einfach dumm ist. Die meisten Menschen setzen sich nur den Ideen aus, die ihrem eigenen Weltbild entsprechen. Es ist unbequem, etwas anderes zu tun. Nichtsdestotrotz würden wir gerne ein paar überraschende Informationen zum Thema Islam geben. Keinsterweise. Es gibt keine Formel und keine Erklärung und auch keine Rationalisierung, die solche Bilder und solche Tragödien irgendwie abschwächen lässt. Und damit bin ich nicht alleine. Damit hoffe ich, teile ich die Gefühle und die Perzeptionen überhaupt der Menschheit und mit Sicherheit der Menschen in Israel. Von meinen Freunden, von Bekannten, vor allem von Müttern, höre ich, dass die Tränen genauso fließen, wenn man sieht, welche schrecklichen Tragödien mit Kindern auf der palästinensischen Seite passiert. Gleichzeitig bin ich aber natürlich, wie viele andere Israelis, auch sehr stark sensibilisiert und erschüttert über die Tragödie, die Tag für Tag für Tag für Tag bis vor einigen Wochen im Süden Israels und mittlerweile. Punkt oder jede Meinung, die man vertritt, gibt es Menschen, die an das genaue Gegenteil glauben. Normalerweise behaupten beide Seiten von sich, dass sie richtig liegen, dass sie die besten Argumente haben, die richtigen Fakten kennen und ironischerweise, dass die Gegenseite indoktriniert, blind für das Offensichtliche oder ganz einfach dumm ist. Die meisten Menschen setzen sich nur den Ideen aus, die ihrem eigenen Weltbild entsprechen. Es ist unbequem, etwas anderes zu tun. Nichtsdestotrotz würden wir dir gerne ein paar überraschende Informationen zum Thema Islam geben.